Also, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Piratenpartei Baden-Württemberg zum anlässlichen Start des Kretschmann-Meters. Anwesend sind zum einen Bundesvorsitzender Sebastian Nerz aus dem Bundesverband, unser politischer Geschäftsführer Sven Kohlers, Kai Groschert, Vorsitzender vom Bezirksverband Stuttgart und ich bin André Martens, Vorsitzender vom Landesverband Baden-Württemberg. Zum Ablauf: Herr Kohlers wird gleich die Plattform vorführen, die wir hier starten heute. Und danach ist dann Gelegenheit, auf Fragen einzugehen und mit den Vorstandsmitgliedern zu sprechen. Sinn der Aktion, die wir hier haben, ist, die grün-rote Landesregierung hat eine ganze Menge Änderungen angekündigt, die sie machen möchte bezüglich der Politik in Baden-Württemberg, die zum großen Teil uns auch als Piraten wichtig sind. Und gerade im Wahlkampf traten die Grünen damit an, mit dem Credo, wer Piraten wählt, wählt Mappus. Wenn man den echten Wechsel haben will, müsste man den Grünen die Stimme geben. Das heißt, wir sehen jetzt unsere Pflicht darin, herauszufinden, ob mit den Leihstimmen, die die Piraten an die Grünen abgegeben haben, durch diesen Lagerwahlkampf, der durch solche Aussagen geprägt war, ob die Grünen und auch die SPD mit diesen Stimmen ordentlich umgeht. Und deswegen haben wir diese Plattform aufgesetzt. Die Idee stammt im Grunde aus Amerika, und zwar als Obama seinen Wahlkampf gemacht hat, hat er Change angekündigt. Und daraufhin haben dann einige Leute in den USA gesagt, okay, wir machen eine Plattform, um das zu überprüfen, ob es wirklich so ist, dass er ändert. Und diese Plattform hieß Obama Meter, gibt es immer noch, kann man immer noch mitverfolgen, was da passiert. Und ganz im Stil der Piraten haben wir diese Idee dann genommen, im Sinne von Remix, Copy, Share und haben dann eine Piratenversion daraus gemacht. Und zum Glück, und das ist auch einer der Gründe, warum wir für politische Ziele kämpfen, ist, solche Ideen kann man zum Glück noch nicht patentieren. Da sind ja auch einige politische Kräfte dran, sowas im Grunde auf den Weg zu bringen. Der Anspruch bei unserer Plattform ist, dass sie möglichst neutral und sachlich ist. Das heißt, wir sind durchaus bereit, auch dann Feedback von den Parteien, die darin erwähnt sind, mit einfließen zu lassen und sind für Kommentare da offen. Es ist eigentlich nicht mal ganz einfach, diese Koalitionsaussagen wirklich sachlich zu bewerten mit einem objektiven Schema. Also wir haben eine Art der Berechnung von Punkten gewählt für die einzelnen Ziele, die da umgesetzt werden oder auch nicht. Und es wird halt schwierig, zum Beispiel bei dem Paradebeispiel Vorratsdatenspeicherung. Die Grünen sind in den Wahlkampf gegangen und haben gesagt, mit uns auf keinen Fall, wir sind eine Bürgerrechtspartei. Dann kam der Koalitionsvertrag und im Koalitionsvertrag steht, naja, Vorratsdatenspeicherung ja, aber auf Gründen, also auf gesetzlicher Grundlage. Und dabei sind zwei Dinge im Grunde merkwürdig. Also zum einen, warum muss eine demokratische Partei extra hervorheben in einem Koalitionsvertrag, dass man sich an Gesetze halten möchte? Das ist das eine. Und zum anderen, wenn man dann die Grünen gefragt hat, wie es dazu kam, dass diese Vorratsdatenspeicherung im Koalitionsvertrag drinsteht, hat man die Antwort bekommen, das war wohl ein Unfall. Kann sich keiner so richtig erklären von den Grünen. Also es ist schon merkwürdig, die Frage ist halt nur, wie misst man da den Erfüllungsgrad? Nimmt man das Wahlversprechen vor dem Koalitionsvertrag als Maßgabe? Nimmt man den Koalitionsvertrag? Oder die Aussagen, die den Koalitionsvertrag wieder relativieren, um dann nachher die Zielerfüllung zu bewerten? Das ist in so einem Fall dann etwas schwierig. Im Endeffekt geht es darum, Politik ist ein Thema der Glaubwürdigkeit. Und der Wähler ist, denke ich mal, zu einem großen Teil einfach frustriert, weil er einfach alle paar Jahre einmal gefragt wird, wen er denn wählen möchte, nachdem er mit einem ganzen Haufen Versprechen überschüttet wurde und er eigentlich davon ausgeht, dass eh nur ein ganz kleiner Teil davon wirklich umgesetzt wird. Das führt halt zu dieser Politikerverdrossenheit, die ja auch zum Entstehen der Piratenpartei geführt hat. Und wir versuchen nun, diese Glaubwürdigkeit der Politiker messbar zu machen, und zwar objektiv messbar zu machen mit dieser Plattform. Das heißt, man kann danach dann Politiker an den Taten messen und nicht nur an dem, was sie versprechen. Der Fairness halber muss man vielleicht sagen, die Regierung hat erst bisher 100 Tage gehabt. Das heißt, so viel Zeit gab es noch nicht, um wirklich Sachen umzusetzen. Die Regierung hat lustigerweise schon zwei Tage vorher ihr Resümee von den 100 Tagen gezogen. Also das heißt, der Zeitpunkt ist durchaus ideal gewählt. Aber sie haben ja noch fast 5 Jahre, um was zu bewegen. Und wir werden das durchaus deutlich beobachten mit unserer Plattform und die dann auch dementsprechend updaten, wenn Entscheidungen fallen dabei. Insofern möchte ich jetzt übergeben an unseren politischen Geschäftsführer Sven Kohlers, der jetzt die Plattform vorstellen wird, unser Kretschmannometer. Jo, vielen Dank. Ein paar Worte noch von mir.
Und zwar habe ich zwei schöne Zitate rausgesucht, die zu dem Thema gerade wunderbar passen. Eins ist schon recht alt, das ist von 2006, von Franz Müntefering. Damals war er Vizekanzler für die SPD, hat für einen großen Aufschrei gesorgt, und zwar mit den Worten, ich zitiere, es ist unfair, Politiker an ihren Wahlversprechen zu messen. Neben mir wird schon gelacht, ja, das ist natürlich schon eine sehr, sehr klare Aussage. Ich meine, an was soll man Politiker denn sonst messen? Gut, 2006 ist lange her, gehen wir doch mal nach 2011. Und gerade vor ein paar Tagen hat der Herr Kretschmann, unser amtierender Ministerpräsident, sich auch geäußert, und zwar mit den Worten, ich zitiere wieder, in der Politik gibt es manchmal keine Gewähr dafür, dass man all seine Ziele erreicht. Ja, und jetzt ist es so, dass Grüne und SPD zusammenarbeiten, und das motiviert natürlich sehr, diese Wahlversprechen entgegen allem, was hier so versucht wird, uns einzureden, doch mal zu testen und zu prüfen, was denn da eingehalten wird und was nicht. 241 Seiten hat das Wahlprogramm von den Grünen, 125 das von der SPD. Ein einzelner Mensch kann das de facto nicht mehr überblicken, ein einzelner Mensch kann da kaum noch bei der nächsten Wahl schauen, was ist denn davon alles erfüllt worden, was nicht. Deswegen wollen wir das zusammen mit interessierten Bürgern angehen. Es wurde bereits gesagt, das Vorbild kommt aus Amerika, das Obama-Meter. Auch eine sehr, sehr einfach gemachte Website, auf der man sieht, das war ein Versprechen, zum Beispiel die Einführung der Gesundheitsreform, ist erfüllt worden, ist nicht erfüllt worden, und am Ende sieht man, wie viel denn erfüllt wurde. Man kann also ziemlich einfach sehen, wie viele Wahlversprechen wurden eingehalten, wie viele wurden gebrochen und welche, die mich interessieren, wurden eigentlich eingehalten. Ja, das haben wir jetzt kopiert und nennen es schließlich Kretschmanometer und erfüllen damit selbst ein Versprechen. Und zwar haben wir ja gesagt, wir wollen die Arbeit der grün-roten Landesregierung kritisch begleiten, und das startet spätestens hiermit. Ja, das wird ein hoffentlich guter Beitrag, der hoffentlich gut angenommen wird, zur Stärkung der Demokratie in Baden-Württemberg. Es wird zum ersten Mal dann zu einer Landtagswahl dann die Möglichkeit geben zu sagen, okay, so und so viel Prozent der Wahlversprechen sind tatsächlich umgesetzt worden oder eben auch nicht. Ja, und zum Abschluss, bevor ich jetzt diese Plattform wirklich zeige, noch der ganz wichtige Hinweis, die Plattform ist natürlich nicht fertig. Sie wird sich Tag für Tag weiterentwickeln, es wird Tag für Tag passieren hier im Landtag, ja, gibt es neue Entscheidungen, und dementsprechend ist das nie oder bis zur nächsten Wahl keine fertige Seite, sondern erst, ja, wenn die nächste Landtagswahl ansteht und wir den Status bis dahin drin haben. Wir rufen auch alle interessierten Bürger auf, zu helfen, schickt uns Informationen, wenn irgendwas nicht aktuell sein sollte, wenn wir eine Entwicklung verpasst haben, wenn ein wichtiges Wahlversprechen, was für Sie noch wichtig ist, rein soll. Und natürlich auch, wenn jemand von der grün-roten Landesregierung zuhört, ihr könnt uns auch gerne auf Aktualisierung hinweisen. Ja, und damit können wir es vorführen. Ich drehe mich jetzt gerade mal ein Stück rum, dass ich hier auch das sehe. Ja, aktuell ist auf der Website ja nur ein Platzhalter. Wir haben sie natürlich intern auch schon fertig. Das ist die Startseite vom Kretschmanometer. Ist natürlich jetzt erstmal viel Text. Da steht im Wesentlichen das drauf, was ich gerade gesagt habe. Auf der Startseite wird es eine schöne Statistik geben. Aktuell sind 50 grün-rote Wahlversprechen drin, von denen sind aktuell zwei erfolgreich umgesetzt und eins am Widerstand der Opposition gescheitert. Das ist der Stand von vorhin. Und wir werden dann ein Punktesystem verwenden, um am Ende sagen zu können, wie viel wirklich umgesetzt wird. Aber das sind Details, also zwei Punkte für ein umgesetztes Versprechen, ein Punkt für ein Versprechen, das an der Opposition gescheitert ist, aber die Umsetzung wurde versucht. Und schließlich natürlich keine, wenn es nicht umgesetzt wird, oder sogar negative Punkte, wenn man das Gegenteil umsetzt. Aber wir hoffen doch mal, dass sowas nicht eintreten wird. Ganz allgemein muss man sagen, müssen wir jedes Wahlversprechen natürlich für jedes Wahlversprechen Einzelfallentscheidung treffen. Nicht alles wird sich in dieses Muster pressen lassen, das ist vollkommen klar. Ja, das gehen wir mal direkt zu den Wahlversprechen. Die haben es eingeteilt in verschiedene Kategorien. Die Kategorie Umwelt, Verkehr, Verbraucherschutz ist die erste, Arbeit, Soziales danach, Bildung, Wissenschaft, Inneres, Justiz und schließlich Wirtschaft und Finanzen. Das sind fünf Kategorien. Und wenn man da jetzt reingeht, fängt es gleich an mit dem großen heißen Thema in Baden-Württemberg, Stuttgart 21. Und man sieht hier die einzelnen Positionen. Die Grünen sind gegen Stuttgart 21 und wollen einen Volksentscheid durchführen. Die SPD ist für Stuttgart 21 und möchte einen Volksentscheid durchführen.
Wir wollen einen Volksentscheid durchführen. Im Koalitionsvertrag steht schließlich als Beispiel jetzt eben Volksentscheid durchführen. Und zu jedem Punkt sieht man eben ganz klar noch eine Quellenangabe, wo haben wir diese Informationen her und schließlich den aktuellen Stand der Volksentscheide. Ja, ist noch nicht, also ist das noch nicht umgesetzt und es gibt noch keine Punkte. Darunter haben wir jetzt ein schönes Beispiel von einem Wahlversprechen, das bereits umgesetzt ist, und zwar die Abschaltung von Neckarwestheim 1 und Philipsburg 1, also die beiden AKWs. Ist durch bundesweite Entwicklung umgesetzt, da ist also unserer grün-roten Landesregierung ein bisschen was in den Schoß gefallen, aber ist ja auch egal, wo es herkommt, es ist umgesetzt, die sind derzeit abgeschalten, damit gibt es Punkte und sie bleiben ja hoffentlich auch abgeschalten. Ja, und so könnte man das jetzt durchgehen, aktuell sind 50 Versprechen drin und wir werden das im Laufe der nächsten Zeit immer weiter ausbauen. Jetzt haben wir zum Beispiel eingetragene Lebenspartnerschaft im Bereich Soziales, Beschäftigte und Leiharbeiter gleichstellen im Bereich Soziales, Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, kostenlose Kindergärten, Studiengebühren im Bereich Bildung und Wissenschaft, Inneres und Justiz, haben wir das gerade schon erwähnte Beispiel, Vorratsdatenspeicherung, Teilprivatisierung von Haftanstalten und im Bereich Wirtschaft, gerade die obersten, haben wir hier die Landesbank, die Transparenz der Landesbanken und dass Landesbanken Kreditklemmen ausgleichen sollten, so als Beispiele. So, das ist das Kretschmanometer, wie es derzeit aussieht und wie es in einer halben Stunde online gehen wird. Okay, vielen Dank. Gibt es soweit Fragen aus dem Publikum? Wie will man denn jetzt tatsächlich sicherstellen, dass die Wahlversprechen auch gehalten oder gebrochen wurden? Es gibt ja oft bewusst Formulierungen in den Wahlprogrammen, die es einem erlauben, mehr oder weniger dann zu machen, was man will. Wenn man zum Beispiel den Punkt Stuttgart 21 hernimmt, dann hat die Grüne in ihrem Wahlprogramm ja nicht versprochen, dass sie Stuttgart 21 stoppen wird. Sie hat lediglich versprochen, dass sie da alles tun wird. Und auch was den Volksentscheid angeht, wurde der nicht explizit versprochen. Es wurde nur versprochen, dass man alles tun würde, um den Volksentscheid herbeizuführen. Wie kann man sie dann zum Beispiel ganz klar an einem gebrochenen Wahlversprechen ermessen? Weil wie es aufgenommen wurde, das Versprechen, und wie es tatsächlich aber in Worten im Programm steht, sind ja oft zwei verschiedene Sachen. Jürgen, ist ja nicht immer ganz klar, aber in diesem Fall zum Beispiel mit dem Volksentscheid ist es schon so, dass wir da die Messlatte legen, der Volksentscheid wird durchgeführt. Und das ist, sobald dann irgendwann rauskommt, dieser Volksentscheid wird halt nicht durchgeführt, ist es eben dann ein Verstoß gegen die Forderungen in dem Fall. Und gerade der Punkt, da gehe ich mal sehr davon aus, dass sie es schaffen werden. Das deutet sich ja derzeit an, dass was bei dem Punkt speziell der Volksentscheid kommen wird, das wird dann in den nächsten Monaten, denke ich, noch ein sehr heißes Thema. Interessant ist aber eher die Frage dann, ob eine Quorensenkung angedacht wird, ob dieser Volksentscheid so gestaltet wird, dass er auch wirklich durchführbar ist oder beziehungsweise überhaupt eine Mehrheit bekommen kann. Insofern ist das auch noch ein interessanter Punkt. Irgendeine Volksabstimmungssenkung, da haben wir es ja gescheitert, ja. Der erste Versuch, also ja, aktuell steht es als gescheitert drin, das ist ein spezieller Fall, das ist einer der Fälle, weshalb wir so ein etwas komplizierteres Punktesystem haben, weil es an der Opposition gescheitert ist. Wir haben es ja versucht, die eigene Mehrheit hat nicht gereicht, das kann man ihnen ja auch nicht wirklich absolut negativ anrechnen. Und wir haben jetzt hier auch eben geschrieben, erster Versuch gescheitert, die Union hat ja bei dem Punkt gemeint, ja, nicht vor dem Volksentscheid für Stuttgart 21, naja, vielleicht kommt es dann ja im Dezember nochmal, man kann ja einen zweiten Versuch starten. Und dann kann sich die Wertung ja auch immer noch verbessern. So fair sollten wir dann auch sein, ja. Werden rein zur Vollständigkeit auch andere Parteien noch aufgelistet werden, die sich melden, die hier ihr Statement abgeben wollen, obwohl sie natürlich nicht an der Regierung sind, weil Piraten sind da drin? Prinzipiell sind wir da durchaus aufgeschlossen, ja. Also wenn da eine Nachfrage besteht, das zum Beispiel gerne. Dann hat man da einen völlig queren Vergleich. Aber uns ging es jetzt hauptsächlich erstmal darum, um die Erfüllung der Regierungsversprechen. Und natürlich, weil es unsere Plattform ist, haben wir unsere Position so geschrieben. Ja, aber klar, wir sind offen dafür. Ja. Also aktuell ist der Stand so, wir haben die Arbeit reingesteckt, dann könnten wir unsere Position natürlich dazu schreiben. Also ja, ein bisschen was wollen wir davon natürlich auch haben. Am Ende, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir in 5 Jahren 3 verschiedene Auswertungen haben werden. Einmal natürlich, was wird auf dem Koalitionsvertrag eingehalten, aber das sind ja nicht unbedingt die Wahlversprechen. Die Wahlversprechen sind ja das, was im Wahlprogramm von den Grünen steht, im Wahlprogramm von der SPD steht. Das heißt, am Ende, wenn wir 3 Auswertungen haben, wie viele von haben die Grünen wirklich gehalten, wie viele hat die SPD gehalten, wie viele hat der Koalitionsvertrag gehalten. Dann kann man dann auch schön sehen, wer hat sich in der Koalition besser durchgesetzt.
Kann man sich vorstellen, diese Plattform auf längere Sicht auch auf andere Ebenen anzuwenden, auf Bundesebene oder auf kommunaler Ebene, weil besonders dort hat es auch häufig Transparenzdefizite, wenn man sich Gemeinderatssitzungen anschaut. Könnte da durchaus mehr Öffentlichkeit herrschen und das sollte auch in das öffentliche Bewusstsein rücken. Ist da angedacht, dass man da vielleicht das dann etwas breiter fasst, dass das eine prototypenartige Entwicklung ist? Gute Frage. Also man kann das natürlich von der Technik her relativ einfach für sowas einsetzen. Also der Hauptteil der Arbeit natürlich bei dieser Plattform war das Analysieren der Wahlprogramme und das Finden der Positionen und vernünftiges Darstellen davon. Insofern, ja, prinzipiell kann man sowas machen. Das Hauptproblem ist eben die Arbeit, die dahinter steckt. Man muss, wie schon gesagt, die Wahlprogramme durchgehen und Stück für Stück die Punkte raussuchen. Wir haben jetzt ja sicherlich auch nicht jeden Satz der Wahlprogramme noch nicht drin. Also es ist sehr viel Arbeit. Gerade auf kommunaler Ebene braucht man dann auch die entsprechende Menge an Leute, die das tun, wobei da wiederum die Wahlprogramme üblicherweise kleiner sind. Aber ich denke, wenn das erfolgreich wird, könnte das für viele Kommunen, also für viele andere Parlamente eine Vorbildfunktion werden und es könnte vielleicht auch anderswo kommen. Also die Plattform ist jetzt halt speziell darauf ausgelegt, dass sie so wiederverwertbar ist, aber im Prinzip kann man sie wiederverwerten. Also es war kein Gedanke beim Design, aber ja, das kann schon passieren. Kommunalwahlen stehen ja auch in ein paar Jahren wieder an. Unter welcher Lizenz stehen die Inhalte auf der Webseite? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die haben wir nicht explizit festgelegt, aber wie alles bei uns Piraten, wer es kopieren will, darf es kopieren. Also ich denke, soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen, ohne jeden Autor zu fragen. Das sollte okay sein. Aber es ist ein guter Punkt, wir werden noch eine explizite Lizenz dazu schreiben. Creative Commons. Oder? Ja, eine Creative Commons irgendwas Lizenz, ja. Suche und Kategorisierung noch vorgesehen, weil derzeit ist es ja alles relativ starr gelistet. Dass man vielleicht eine Volltextsuche starten kann, wenn man sich nach einem bestimmten Thema informieren möchte und jetzt aber nicht suchen möchte. Auch eine interessante Sache. Ja, also wie schon gesagt, die Plattform ist am Anfang. Jetzt bei 50 Versprechen ist es alles schnell gefunden. Also das ist noch kein Problem. Wenn es mal größer wird, dann wird man sowas wahrscheinlich brauchen. Ja. Dann ist es auch schon allein geworden. Wir haben noch fast 5 Jahre Zeit. Okay. Es gibt anscheinend keine weiteren Fragen. Ansonsten bedanke ich mich soweit für die Aufmerksamkeit. Und viel Spaß mit dem Kretschmanometer. Danke. Presseinfos liegen vorne aus. Ja.